Vielen Dank, dass wir euch heute besuchen können in der Gastwirtschaft oder im Restaurant Die Laterne. Wir würden gerne heute den Verein Deutsch-Syrischer Austausch kennenlernen, der relativ neu ist. Von daher würde ich euch bitten oder Sie bitten, einmal sich kurz vorzustellen. Also ich bin Abd al-Rahman Halubeid, ich bin 29 Jahre alt und ich bin erster Vorsitzender Deutsch-Syrischer Austausch Osnabrück e.V. Ich bin Christine Habolla, bin 19 Jahre alt und bin die zweite Vorsitzende des Vereins. Ich bin Adnan Musa, ich bin 33 Jahre alt und ich bin der Beisitzender des DSA. Ich bin Hassan Abara und bin 37 Jahre alt. Und wir haben noch eine Schatzmeisterin, Hanna Westerhagen, aber leider kann sie heute nicht dabei sein. Wie lange lebt ihr schon in Deutschland und woher seid ihr genau gekommen? Aus welcher Stadt in Syrien? Ich komme aus Stadt, heißt Kamischli. Und ich bin seit 2015 hier in Deutschland, also auch 5 Jahre. Ich komme aus Syrien, aus einer Stadt, heißt Dersor, und die liegt Osten von in Syrien, neben dem Fluss, the River of Babylon. Ich komme selber aus Damaskus, in Syrien, und bin seit 6 Jahren in Deutschland. Wie versteht ihr euch als Verein? Wer sind eure Mitglieder? Woher kommen diese? Gibt es verschiedene Überzeugungen oder ist alles unterschiedlich? Also die Idee gab es von Menschen, die alle so wollten sich begegnen oder einen Ort schaffen, sich zu begegnen. Und dann kam Unterstützung auch von vielen deutschen beheimateten Menschen, die in Osnabrück sind. In unserer Sitzung steht, dass alle sind willkommen. Also wir sind nicht spezialisiert für nur die Syrer und nur die Deutschen, sondern wir sind eine offene Gruppe. Wir vertreten keine politische Meinung und keine religiöse Meinung. Deswegen, ja, also wir sind offen, ganz offen. Seit wann gibt es den Verein und mit welchen Zielen seid ihr angetreten? Den Verein gibt es seit dem 14.07.2019 und das Ziel des Vereins ist es, dass Menschen in den interkulturellen Austausch kommen und sich auf Augenhöhe begegnen können. Wie sieht das denn konkret aus? Was für Projekte macht ihr? Welche Veranstaltungen führt ihr durch? Wir machen zum Beispiel Fahrradtour, wir machen auch internationale Frühstück. Ihr habt eine tolle Idee entwickelt, das sogenannte Home Tandem. Was ist das? Das Home Tandem bedeutet, dass Leute auch von zu Hause aus übers Internet miteinander in Kontakt treten können. Sprich, Leute, die die gleichen Interessen haben, haben wir in ein Tandempaar, sag ich mal, gepackt. Und somit haben die Leute auch die Möglichkeiten, sich von zu Hause aus kennenzulernen. Was sind denn eure nächsten Pläne oder Projekte, die ihr angehen möchtet oder könnt? Also wir haben mehrere Planungen, also trotz Corona. Wir planen eine regelmäßige Treff hier in der Laterna Restaurant durchführen, für alle Interessanten, die wollen über unseren Verein kennenlernen. Und wir auch planen eine regelmäßige Treff nur für Frauen. Mit Logo habe ich das Logo selber gemacht und Flyer und sowas. Kommt das interessant? Die Flyer habe ich das ab rechts nach links gemacht. Trotzdem, alles steht auf Deutsch und Arabisch zusammen.